Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Folge 31. Und bei der 30 habe ich es tatsächlich vergessen. Da hatten wir doch eine runde Zahl und ich habe es nicht dazu gesagt. Eigentlich wollte ich es gar nicht mehr dazu sagen, welche Folge, weil ich mich andauernd vertue dabei. Aber jetzt habe ich es genau gewusst. Und als Entschuldigung, dass die 31 nicht genannt wurde. Hat er jetzt den anderen Pilz gegessen? Ich glaube, der hat den anderen gegessen, aber gelbe Pilze sind wohl nicht so seins. Wie zahm bist denn du, Schweini? 77%. Naja, ist halt immer noch Akku, also wir müssen ihn anscheinend wirklich auf 100% kriegen. Gib mal hier einen Pilz hierher. Guck, mein Freund. Snackst dir rein und wir können Freunde sein. Was ich tatsächlich vergessen habe, ist, wo wir unseren Karren haben stehen lassen. Bin mir gerade echt... Ich hab's gerade gar nicht mehr im Kopf. Und das tut mir wirklich sehr leid, weil eigentlich wollte ich jetzt in den Dunkelwald mit euch noch ein bisschen was sammeln gehen. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich das Ding hingestellt habe. Wir hatten ja schon ein neues gebaut, wenn ich mich nicht täusche. Oder? Das finden wir eigentlich schnell raus. Indem wir gucken, ob wir die Bronzenägel noch haben. Wir haben die Bronzenägel noch, also habe ich doch keinen neuen gebaut. Okay, dann war das eigentlich der Plan. Ja, würde ich sagen Dunkelwald, oder? Weil was wollen wir sonst machen? Bleibt ja nicht viel übrig. Beinis sind irgendwie gerade nicht wirklich da, wir brauchen noch 20 Holz. Und ich muss definitiv demnächst mal wieder außerhalb des Let's Plays ein bisschen zocken, weil das Holz wird leer, Stein könnten wir auch mal gebrauchen. Und vor allem die ganzen Erze. Das werde ich demnächst definitiv mal tun. Na, jetzt aber. Stell den gleich mal hier hin. Dann machen wir schnell nach Inventar leer. Und dann geht's ab in den dunklen Wald. Noch ein bisschen Kupfer sammeln. Das Holz kann weg. Was hat man hier? Kohle haben wir auch schon wieder ohne Ende. Das ist gut. Hier hat man das ganze Essen, dann kann der Honig mit rein. Das Essen würde ich lassen, rohes Fleisch kann auf jeden Fall mit rein. Pilze lassen wir auch mal im Inventar. Dass wir unseren Kumpel da vorne schnell füttern können. Die anderen Truhen sind schon wieder alle voll, ne? Wir haben 99 Kilo einstecken, das ist eigentlich viel zu viel. Jetzt habe ich das Holz weggepackt, jetzt können wir bestimmt keine Truhe mehr bauen. Ah doch, wir hatten noch welches. Ich sehe schon... Mist, das passt irgendwie nicht ganz. Ich sehe schon, dass das Lagerhaus hier nicht so lange reichen wird, wenn wir ein neues brauchen. Jetzt sind wir bereit. Noch schnell reparieren. Hä? Hallo? Wo ist er hin? Das gibt's ja wohl nicht. Was fällt dir ein? Nicht Tag der offenen Tür heute. Ja, ist das morgen. So. Noch schnell alles reparieren gehen. Wir haben bloß noch 10 Pfeile einstecken, ne? Ein paar Pfeile können wir uns tatsächlich auch noch bauen. Die wir uns natürlich wieder nicht leisten können. Weil uns Holz fehlt. Na, vielleicht haben wir ja hier noch Holz. Hey, direkt in der ersten Truhe. Welch ein Glück. Können wir sogar zweimal basteln. Zack, damit drauf. Achso, wir müssen das erst... Ach, es war Feuersteinpfeil. Deswegen haben die auch so gut Damage gemacht. Alles klar. So, und auf geht's. Ich will nicht so viel Zeit vertrödeln. Die Folgen gehen immer so schnell rum. Und am Ende ist kaum was passiert. Auf in den dunklen Wald. Jetzt müssen wir mal überlegen. Wir waren hier überall schon. Wir könnten mal hier nach rechts oben gehen. Vielleicht finden wir ja da noch was. Bin mir nicht sicher, ob wir alle Kupfervorkommen schon abgebaut haben. Wir hatten uns ja ein paar markiert auf der Karte. Ich glaube fast nicht. Nö, dich lass mal jetzt. Du darfst heute weiterleben. Und dann würde ich sagen, wir suchen uns jetzt erstmal noch so viel Kupfer zusammen, dass wir das Schwert bauen können. Scheiß Gebüsch. Ja, dass wir uns das Schwert basteln können, weil da habe ich echt ziemlich Bock drauf. Dann kümmern wir uns noch ein bisschen um unsere Wildschweinzucht.
Und dann werde ich mal ohne Aufnahme spielen, dass wir uns hier ein bisschen was zusammensammeln. Dass wir hier auch etwas schneller vorankommen. Himbeeren ohne Ende. Die müssen natürlich mit. Ja, wow. Ich konnte gar nicht mehr stoppen. Ach, dieser Karren. Das ist echt nicht so meins. Ja, jetzt kommt natürlich ein Wildschwein. Ja, wir können sogar blocken. Okay, also wir sind wirklich komplett mobil. Mit dem Ding. Also, so mobil wie man damit sein kann, sagen wir es mal so. Natürlich nicht ganz so schnell. Wir haben gar nichts im Magen. Top Voraussetzung, um in den dunklen Wald zu gehen. Und da vorne geht er auch schon los. Hallo? Was soll das? Ach komm. Ja cool, wenn wir uns hier so ein Wildschwein vorne dran machen könnten und wir uns einfach wie eben hinten reinsetzen. Rennst du? Nee, ist nur der Sonnenaufgang. Ah, sieht aber schön aus. Und was wir unbedingt noch machen können, dann einmal hier die Kiefern abzubauen. Also, weiß nicht, ob das welche sind. Nein, das sind Tannen. Aber wir finden ja auch Kiefer im dunklen Wald und das brauchen wir, weil das haben wir dann als stabiles Holz. Und dann werden wir wahrscheinlich auch wieder ein ganz paar Rezepte dafür kriegen. Oder ist das stabiler Holz Kiefer? Lasst mich das gleich mal ausprobieren. Kriegen wir das denn mit der Feuersteinaxt überhaupt klein? Ja, kriegen wir. Ach, unser Ausdauerbalken ist schon wieder mega geil. Und dann gucken wir mal, wenn wir das einsammeln, müssten wir eigentlich auch neue Rezepte kriegen. Ah, geh doch weg. Kernholz, so rum. Jetzt haben wir nämlich Flug, Bronze, Spitzhacke und Holzpfahl, Rundholzbalken, geil. Scharfe Pfähle gibt's auch noch. Ui. Ach du Scheiße. Ach, und wieder steht mein Karren hier, jedes Mal. Immer wenn ich mit dem Ding unterwegs bin, kommt so ein Troll. Also ich find's ja gut. Dann können wir uns unsere komplette Trollrüstung endlich basteln. Der hat gar keinen Holzstamm in der Hand. Warum nicht? Aber ich glaube, der hat wirklich immer so eine Grauzwergenarmee mit am Start. Wir haben Feuersteinpfeile, es könnte diesmal ein bisschen schneller gehen. Ich würde mir nur ganz gerne den Standort markieren, wo unser Karren steht. Aber wir haben hier schon so einen Punkt. Für die Hütte wahrscheinlich. Okay, also das passt. Ui, der war aber nah jetzt. Uah. Gott, warum ist der so nah? Werden die immer schneller oder werde ich immer langsamer? Ich glaube, er hat genug von... Nee, hat er nicht. Ach, Grauzwerge. Uah, mach schneller. Danke. Ich weiß nicht, ob ich... Grauzwerge erstmal in Ruhe lass. Wir uns nur auf den Troll konzentrieren. Hey. Nicht immer mit Stein werfen. Wir sind hier im Glashaus, mein Freund. Ach, Grauzwerge. Ihr nervt mich so dermaßen. Ah. Mann, ich komme aber auch nicht weg von ihm. Was ist denn nur los? Na, irgendwie sind die irgendwie immer in seiner Nähe. Irgendwie. So. Aber mit den Feuersteinpfeilen ist das doch schon ein bisschen geiler. Wow. Ausdauer dürfen wir auf jeden Fall nicht verlieren. Wir müssen erstmal wieder ein bisschen resen. Hungertechnisch geht alles noch gut fit.
Ach, und jetzt kommt noch so ein Schamane dazu, natürlich. Warum auch nicht? Wie wär's denn noch mit einem dritten Troll und einem vierten und einem fünften? Einen zweiten gab's einfach nicht. Heilt der gerade die anderen? Hab ich das gerade richtig gesehen? Oder, nee, der heilt sich nur selber, ne? Ja. Oh, shit. Ah, und dann rennen wir in die nächsten rein. Alles nicht so gut. Zum Glück haben wir Eiktür gerade. Der kleine Hirsch rettet uns gerade den Arsch. Geh doch weg mit deinen Steinen. Treffen kannst du auch nicht. Aber ich genauso wenig. Oh shit, oh shit. Ich glaube, jetzt haben wir ein Problem. Nee, er ist zum Glück da unten hängen geblieben. Aber wir brauchen jetzt erstmal wieder... Ach du, und der nächste Schamane... oh Gott, was ist hier los? Und ein Berserker, ach du Scheiße. Hatten wir schon mal einen Grauzwergen-Berserker? Ich glaube nicht. Und die nächsten. Mann, 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 was ist denn hier schon wieder los? Muss sagen, die sind zum Glück alle relativ langsam und hören gerade erstmal gar nicht so dolle. Vielleicht müssten wir den Troll haben. Er hat glücklicherweise halt wirklich keinen Baumstamm dabei. Shit, ich dachte, wir kriegen ihn. Aber es fehlt noch ein Pfeil. Jetzt aber. So, jetzt explodiere bitte. Dann würde ich mir ganz gerne nicht nur Münzen, Trollleder, jawohl. Das alles einsammeln. Jetzt ist die Frage, wollen wir kämpfen oder wollen wir abhauen? Wo unser Karren steht, wissen wir. Eigentlich würde ich ja schon ganz gerne kämpfen. Ich glaube, der Berserker und der Schamane haben sich doch... Ne, der Schamane ist noch da unten, aber der Berserker ist, glaube ich, wieder weggegangen. Ah, wir haben kaum Ausdauer. Eiktür ist auch vorbei. Ne, Eiktür läuft noch. Entschuldigung, ausgeruht ist vorbei, so rum. Wir müssen mal schnell was futtern. So, und jetzt hier voll Angriff. Sehr geil, gut hingekriegt. Und Kräuling noch. Nein, ich habe keine Ausdauer. Jawohl. Mann, 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 da war jetzt aber gut was los hier. Also ein Troll einzeln zu erwischen, das hat das Spiel anscheinend nicht so vorgesehen. Ich weiß es auch nicht. Und das war ich das jetzt? Lang schon wieder, als würde noch ein Troll kommen. Gut, unser Karren steht davon. Wie viel haben wir denn? Wir haben wieder 5 Trollleder. Das ist sehr, sehr geil. Dann brauchen wir vielleicht doch gar nicht unbedingt die Kupferrüstung für den Uralten. Macht zwar 2 Unterschied. Ich weiß nicht, wie stark er ist. Ich habe auch tatsächlich noch nichts dazu gelesen oder gesehen. Aber ich möchte halt so ungern sterben. Oh, guck mal, hier haben wir noch was. Irgendwo da unten muss der Karren dann stehen. Was ist denn das Schönes? Das kann doch nicht nur Stein sein. Ist das nur Stein? Ja, das ist nur Stein. Mist, ich dachte, wir haben hier was Cooles. Der Berserker kam, glaube ich, von da oben. Den muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal haben. So, wir schnappen uns natürlich erstmal wieder unseren Karren. Kommt jetzt hier gleich das Wasser? Hier ist noch eine Distel. Hätte ich gedacht, war aber nicht so. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall schon wieder am Wasser. Hier ist nicht mehr so viel mit Vorkommen. Da
dass die Hirsche noch nicht längst von irgendwelchen Trollen zerschlagen wurden, ist mir auch ein Wunder. So, wir bewegen uns wieder Richtung zu Hause. Ich würde jetzt trotzdem ganz gerne noch auf dem Weg zumindest ein Kupfervorkommen finden, dass wir das Schwert basteln können. Ach, komm doch. Das eine mit der Spitzhacke. Ja, lass mich doch da rein. Jetzt. Ja, weil dann haben wir das Schwert, dann können wir uns unser letztes Teil der Trolllederrüstung noch zusammen schustern. Und dann sieht es eigentlich ganz geil aus. Den Flug können wir jetzt bauen, dadurch, dass wir das Kernholz haben. Dann könnten wir auch mal gucken, dass wir unsere Möhrensamen langsam mal verbuddeln und gedeihen lassen. Wenn wir dann noch ein zweites Wildschwein finden. Oh, shit. Geht weg. Ah, ich hänge. Natürlich. Ach, geh doch weg. Und wir haben unseren Karren verloren. Ach, das ist aber auch ein Scheißteil, ehrlich. Ach, Grauzwergenarmee wieder. Einfach reinprügeln. Ich glaube, das ist die schnellste und effektivste Variante gegen die. So viel Schaden machen sie nicht. Na, wenn man dann noch treffen würde, wäre das noch geiler. Ah, ich habe geblockt, aber wir hatten zu wenig Ausdauer. Ja, ist doch gut. Da kommt doch schon wieder der nächste. Ja, das ist wirklich eine Plage. Im dunklen Wald. Warte mal, einen guten Monat sind wir hier auf der 10. Welt. Und alles hasst uns. Alles möchte uns töten. Außer vielleicht bald unser Wildschwein. Und die Möwen sind eigentlich auch ganz lieb. Nun, wo habe ich denn jetzt den Karren verloren? Haben wir hier haben wir noch ein Wildschwein. Müssen wir den mal wieder gerade hinstellen. Und weiter geht's. So. Was haben wir hier oben vergessen? Ein Stein. Das wollte ich nicht. Ah, schaut mal, wir sehen sogar das Universum drumherum. Ich wollte eigentlich wieder... Ach, guck mal hier. Nee. Das wollte ich nicht so. Links geht's Richtung nach Hause. Wo hatten wir uns denn noch Kupfer markiert? Einmal hier unten. Wir machen erstmal dorthin. Werden wir wahrscheinlich in der Folge schon wieder nicht mehr schaffen. Es sei denn, wir haben hier Kupfer. Wieder nur Stein. Nee, Kupfer. Sehr cool. Dann haben wir es doch noch hingekriegt. Perfekt. Gleich markieren. Nochmal Kupfer. Ich glaube, 5 Stück haben wir noch gebraucht. Die sammeln wir uns jetzt noch fix, dann geht's nach Hause. Und dann können wir uns endlich das Schwert basteln. Sehr cool. Dauert halt auch Ewigkeit mit dem Kupfer. Abbau. Deswegen denke ich schon, dass es besser ist, wenn wir, oder wenn ich das außerhalb des Spiels mache. Wir hauen hier 5-mal drauf, also wir kriegen 2 Kupfer und die ganze Ausdauer ist leer. Das ist halt echt schon wuh. Klar, ist eine anstrengende Arbeit, gar keine Frage. Aber ist mir dann doch ein bisschen zu monoton, um euch das anzutun. Schöne Lichtstimmung. Muss ich tatsächlich mal loben bei dem Spiel. Dass mir das teilweise sehr gut gefällt. So, wir haben wie viel? Wir haben schon 8 Kupfererz. Naja, komm, wir bauen jetzt hier noch schnell eins ab. Und dann machen wir erstmal Schluss für die Folge. Oder mit der Folge für die Folge. Für heute, sag mal so.
Komm, einmal noch. Bam. Und dann haben wir das. Ja, dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Wir können eine Trolllederrüstung basteln und ein Schwert. Ist doch gut was passiert. Und Kernholz haben wir auch endlich. Morgen geht's dann weiter bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.